Wir befinden uns an Bord, unter Deck, auf der MS Wissenschaft. Das ist einfach etwas Besonderes, dass man mit dieser MS Wissenschaft fast überall hinkommt in Deutschland. In große Orte, aber auch in viele kleine Orte, die eben keine Hochschule haben, kein Science Center haben und wo dann auch die Menschen eine wissenschaftliche Ausstellung besuchen können. Die MS Wissenschaft fährt seit 2002 durch Deutschlands Flüsse und Kanäle, also schon eine ganze Zeit. Hier in der Ausstellung geht es um Bioökonomie, also wie wir nachhaltig leben und wirtschaften können und was für eine Rolle Wissenschaft dabei spielt. Also wie wir zum Beispiel Abfälle anders nutzen können, wie wir Abfälle wiederverwerten können, wie wir uns zum Beispiel auch anders ernähren können, nachhaltiger ernähren können, ohne so einen großen Ressourcenverbrauch zu haben. Letztendlich geht es darum, von fossilen Ressourcen wegzukommen, hin zu nachhaltiger Wirtschaft, hin zu nachhaltiger Nutzung von Ressourcen. Na, ich wünsche mir, dass viele Menschen erkennen, dass sie das selbst in der Hand haben. Dass sie selbst darüber bestimmen können, wie wir in Zukunft leben werden und wie unsere Umwelt in Zukunft aussehen wird. Und dass sie diese Zukunft eben selbst auch mitgestalten werden.